Eurosport wird täglich live im TV und im Livestream von den Etappen der Tour of the Alps in Tirol, Südtirol und Trentino berichten. Gleich die ersten beiden Etappen könnten mit ihren schwierigen Zielankünften für eine Vorentscheidung im Gesamtklassement sorgen. Besonders der zweite Tagesabschnitt mit dem Schlussanstieg im Flaimsdal ist prädestiniert für die starken Bergfahrer. Die Tage 3 und 4 mit den Ankünften in Meran und Lienz bieten Chancen für Fluchtgruppen, werden aber im Kampf um das Führungstrikot keine großen Unterschiede bringen. Auf der Schlussetappe nach Innsbruck geht es über die Strecke der Straßen-WM und damit dreimal über den schwierigen Olympia-Climb. Nach dem letzten Anstieg gibt es eine kurze Abfahrt bis ins Ziel. Hier könnten noch entscheidende Sekunden gewonnen werden. Video-Entscheidung in der Hölle? So hart ist der WM-Kurs 2018 die Favoriten, wie fit ist Froome? Prominent besetzt ist das Starterfeld. Zwar fehlt im Team Sky Vorjahressieger Geraint Thomas, aber mit Chris Froome entsendet die Mannschaft den viermaligen Tour de France-Sieger als Kapitän. Es ist erst der dritte Renneinsatz des Briten in dieser Saison, nachdem er bei der Ruta del Sol Platz 10 erreichte und er bei Tirreno Adriatico 34. Da Froome in diesem Jahr den Giro in Angriff nimmt, will er sich an den 5 Tagen in Italien und Österreich die nötige Rennhärte für die erste Grand Tour des Jahres holen. Chris Froome, Team Sky, Getty Images. Bei der letzten Austragung präsentierte sich der Franzose Thibaut Pinot als bärenstarker Gegner für Gesamtsieger Geraint Thomas. Gerade einmal 7 Sekunden fehlten dem Fahrer von Groupama FDJ auf den Gesamtsieg 2017. Diesmal strebt der 27-jährige Pinot den Gesamtsieg an. Neben dem Franzosen zählen Froome, Fabio Aru, UAE Emirates, Igor Anton, Luis Meint Jens, beide Dimension Data, Domenico Pozzovivo, Bahrain Merida, sowie Miguel Angel Lopez, Astana, zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Die Hoffnungen der Österreicher ruhen auf Felix Großschartner, der das deutsche Team Bora Hansgrohe anführt. Dreimal war Damiano Cunego beim Vorgänger, dem Giro del Trentino, erfolgreich. Damit ist der Italiener Rekordsieger. Sein letzter Erfolg liegt aber über 11 Jahre zurück. Für den mittlerweile 36-jährigen kleinen Prinzen, wie sein Spitzname lautet, könnte es der letzte Auftritt auf der großen Bühne des Radsports sein. Für den Giro bekam seine Mannschaft Nippo Vini Fantini keine Wildcard. Damiano Cunego, Sieger des Giro d'Italia 2004, Getty Images. Österreichs Teams auf Etappenjagd. 2 Kontinentalmannschaften aus Österreich haben für die Tour of the Alps Einladung bekommen. Ricardo Seudel führt das 7-köpfige Aufgebot von Felbermayr Simplon Wels an. Neben den erfahrenen Markus Eibegger und Stefan Rabic wird auch der italienische Sprinter Filippo Fortin im Einsatz sein. Dieses Trio verkörpert die Hoffnungen auf einen Etappensieg des Rennstalls. Im Gegensatz zur erfahrenen Mannschaft aus Wels wird beim Tirol Cycling Team auf die Jugend gesetzt. Der deutsche Johannes Schinnagel ist mit 21 Jahren der Teamoldie. Die 7 jungen Wilden wollen sich vor allem auch auf den ihnen vom Training bekannten Straßen auf den letzten beiden Tagesabschnitten gut präsentieren. Denken an Scarponi in Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Michel Scarponi, der 2017 die erste Etappe in Innsbruck gewinnen konnte, wird ein spezieller Preis vergeben. Das Souvenir Michel Scarponi wird täglich jene Mannschaft bekommen, die durch Teamgeist und Großzügigkeit sich vom Feld abheben kann. Die Organisatoren wollen damit jene Werte unterstreichen und hervorheben, für die besonders der am 22. April 2017 verunglückte Italiener stand. Video: Gedenken an Michel Scarponi, sein letzter Sieg im April 2017, die Etappenplan der Tour of the Alps 2018:1. Etappe, Montag 16. April, Arco, Volcaria, 134,6 Kilometer, 2530 Hektometer. Zweite Etappe, Dienstag 17. April, La Varone, Fiem Alpe di Pampeago, 145,5 Kilometer, 2900 Hektometer. Dritte Etappe, Mittwoch 18. April, Auer, Meran, 138,3 Kilometer, 2600 Hektometer. Vierte Etappe, Donnerstag, 19. April, Klausen, Lienz, 134,3 Kilometer, 2300 Hektometer. 5.
Etappe, Freitag, 20. April, Rattenberg, Innsbruck, 164,2 Kilometer, 2770 Hektometer. Video, Tour of the Alps.